Dann lernen wir doch mal die Methoden der Kurtisanen. In meinem Geschäft ist Diskretion alles. Wir müssen uns frei bewegen. Gesehen, doch unbemerkt. Ihr müsst lernen, unterzutauchen und eins zu werden mit der Menschenmenge in der Stadt. Meine Mädchen zeigen euch wie. Ja, dann zeig ich mal. Komm ein bisschen näher, Ezio. Na klar. Gut, dann haben wir das auch schon mal gelernt. Ist echt wichtig. Tauchen Sie unter, um für die Wachen unsichtbar zu sein. Geht in jeder Menschenmenge ab, ich glaube, 4 Leuten. Auf Bänken ist natürlich auch untertauchen. Ja, und schon sehen die Wachen mich nicht mehr. Kann ich auch direkt vor denen stehen, die sehen einen nicht. Salve! Weg, 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 weg. So, stoße ich mal lieber wieder zu Paola. Hinterher ist die weg. Und dann werden wir desynchronisiert. Desynchronisiert. Ich habe es heute aber auch. Mein Gott. Ich habe schon den ganzen Tag irgendwie Sprachfehler und Wortfindungsstörungen und extrem Genuschel. Ja, grausam. Ja, schnell hinterher. Also schön, dass diese Gruppe hier echt fast den ganzen Weg läuft. Ja, in dem Teil hier muss ich noch selber mitlaufen. Ich glaube, ab dem nächsten ändert sich das, dass er automatisch mitgeht. Schnell untergetaucht. Na, wo geht's denn hin? Okay. Noch so ein Söldner, denke ich. Zack! Wollte ich zwar nicht, aber... Egal. Die hat aber auch einen Ausschnitt. Mein Gott. So, ich glaube, jetzt haben wir das hinter uns. Ja. Bene. Nun, da ihr untertauchen könnt, zeige ich euch, was man damit sonst noch so machen kann. Ich zeige euch, wie man stiehlt. Ja, das wissen wir doch schon. Dieb! Dieb! Dieb, Dieb! Wenn ihr jemanden bestohlen habt, dürft ihr nicht verweilen. Hilfe! So halte ihn jemand! Wo ist denn mein Geldbeutel hin? Hat jemand einen Kopf gefunden? Fünf verschiedene Personen bestellen. 1, 2, 3. Lachu, packt ihn! Ja, toll. Du kannst es, du kannst es! Ja, komm her. Geh doch nach Hause! Geh doch weg! Oh. 4. Und... Du! Dich hatte ich schon. 5. So, was kannst du uns noch lehren? Weib. Ein Dieb hat meinen Lohn geraubt! Er muss in der Nähe sein. Ihr könnt jetzt gehen, Mädchen. Oh, müssen wir denn gehen? So unschuldig. Der ist süß. Jetzt wisst ihr, wie ihr euch euren Feinden nähert. Nun müssen wir eine passende Waffe finden. Was würdet ihr mir raten? Ah, ihr kennt die Antwort doch bereits. Hey, meines Vaters Klinge und Armschutz. Wie bekamt ihr sie? Indem ich die Dinge einsetzte, die ich euch lehrte. Nicht gerade in einem guten Zustand. Ich nehme an, ihr kennt Leonardo da Vinci. Sie. Aber was hat jetzt ein Maler damit zu tun? Er ist weit mehr als das. Bringt ihm die Teile. Ihr werdet sehen. Bevor ich gehe, eine letzte Frage, wenn ich darf. Natürlich. Warum habt ihr mir so bereitwillig eure Hilfe angeboten, einem Fremden?
Auch ich kenne Verrat. Ass im Ärmel. Leonardo in seiner Werkstatt besuchen, da er vielleicht Giovannis Klinge reparieren kann. Dann auf. Dann werde ich mal das einsetzen, was ich gelernt habe auf dem Weg dahin. Klauen. Da ich ja immer noch keine Waffe besitze. Ach, so weit ist das ja gar nicht weg. Ist ja doof. Da kann ich aber nicht durch. Da stehen zwei Wachen. Beziehungsweise zwei Gruppen von Wachen. Oh, Sackgasse. Oh nein. Ich wollte eigentlich den Part hier ohne Leonardo machen. Mir glitzert eine Kiste. Und jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Das weiß ich noch. Ach, verdammt. Anders komme ich hier nicht mehr, oder? Doch. Ha. Glück gehabt. Hier glitzert aber noch irgendwas. Ach, eine Feder. Ja, komm, die nehme ich mit. Was zum Teufel macht ihr hier oben? Klettern. Ah, kleinen Umweg machen. Ich will ja nicht erschossen werden. Ah ja, da kann ich her. Okay. Ja, wenn ich jetzt zu lange hier reingehe, dann werde ich desynchronisiert. Ist ja kein Heuballen. Wohl nicht. Da ist ein Heuballen. Oder ein Blütenballen oder keine Ahnung, was es ist. Leonardos Werkstatt in Florenz. Werden wir gleich hingehen, aber erst... holen wir uns noch das Türmchen. Wie gesagt, die brauchen wir alle später sowieso noch. Also einen riesen Teil davon. Ich muss mich echt zwingen, mehr zu reden. Unglaublich. Dabei kann ich so viel quatschen und so viel Blödsinn labern, nur hier nicht. Was haben wir hier? Schmied. Rüstung? Nein, hier kann ich nichts anderes kaufen. Alles reparieren brauche ich noch nicht. Vielleicht ein anderes Mal. Tja, beende ich das jetzt hier, oder... Ah, komm. Mach ich im nächsten Part weiter. Bis dahin. Bye-bye.